Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog hier auf Freizeit Fantastics. Und ja, man könnte es fast Inception-Vlog nennen. Wir sind wieder im Moviepark. Ihr wisst, was das heißt. Ja, ich war heute wieder auf der Kirmes, beziehungsweise gestern, und ist gestern etwas eskaliert. Also wir haben Drea Vespermann dabei, wir haben Beast Rush dabei, wir haben Mama Caramba von Jansen dabei, Crazy Mouse auch Jansen, alles Mögliche. Warum bin ich hier? Ganz einfach, ich wollte eigentlich den Vlog mit Jan schneiden. Da ist mir aufgefallen, mir fehlen ein paar Aufnahmen und das Wetter ist jetzt so ähnlich, das heißt, euch fällt das dann wahrscheinlich eh nicht auf. Aber da ich fair bin, gebe ich euch das, oder werde ich das auch nochmal davor setzen. Also dann springen wir jetzt mal direkt nach Kleve zur Kirmes. Viel Spaß und ja, wie gesagt, das war gestern eine reine Eskalation auf Kleve. Also dann viel Spaß und ja, ich meine ganz ehrlich, Drea Vespermann, was kann man da falsch machen? Und das ist auch noch der Große. Mhm. Also dann haut rein und viel Spaß in Kleve. So, dann melde ich mich jetzt mal zum Hauptvlog. In dem Sinne, liebe Grüße an meinen Mich von morgen aus dem Moviepark. Inception pur. Ja, ich bin jetzt nach Kleve gefahren. Hatte vergessen, dass das Perukaville jetzt ist und vor allem, dass das ja auch schon hier in der Ecke Xanten ist. Deswegen stand ich gerade mal ordentlich im Stau. Bin jetzt auf dem Nettoparkplatz untergekommen. Ja, 5 Euro für Tagesparker. Definitiv fair. Und ja, der Hauptgrund, warum ich hier hingefahren bin, steht da. Der große Breakdancer von Drea Vespermann, das Original, beziehungsweise der originale Breakdance Nummer 2, also mit 6 Gondelkreuzen. Starflyer steht da, Beast, diese 360 Grad Technical Park Schaukel da. Bin ich auch mal gespannt. Und das Wichtigste, wenn ich gerade richtig gesehen habe, steht der Brezelkorb da, das heißt, mein Frühstück ist für morgen schon mal geritzt. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal eine Runde über den Platz und dann sehen wir uns gleich da drüben beim Drea Vespermann. Ich bin gespannt, ob der sich genauso gut fährt wie der Nummer 1 von denen. Alles klar, mit der Kamera, dann gehen wir los. Wir starten, Vorsicht an der Bar. Hinter die rote Papa-Markierung zurück, bitte, Vorsicht an der Bar. Oh, siehe da, ein Fahrgeschäft aus der Kategorie, bin ich noch nie gefahren, habe ich aber einen Trip von. So, und ein Ründchen gelaufen, Laufzeit bis über ungefähr 6 Minuten dabei, wenn im Stechschritt so wie ich durchläufst. Das ist immer das Schöne, ich schaue immer am Anfang des Monats, welche Plätze lohnen sich, und dann vergesse ich immer, was da drauf steht. Deswegen war ich gerade überrascht, dass die Crazy Mouse von Jansen hinter uns steht, die ich noch counten muss. Wo steht sie? Da steht sie. Ja, also dementsprechend wäre ich heute wahrscheinlich sogar noch ein Count reicher. Ja, was ich sehr weird finde, der Platz ist in der Mitte unterbrochen, aber nicht so wie ein Stärkrade von Straßen, sondern wie hier von einer Brücke. Ja, ich sag mal, meine Main Rides stehen drüben. Wie gesagt, Drea Vespermann, dann seht ihr ja schon im Hintergrund Beast von Rush. Bin ich echt gespannt drauf. Technical Park Fahrgeschäfte bin ich jetzt auch noch nicht gefahren. Ja, ansonsten das Geisterhaus habe ich, glaube ich, mal auf der Palmenkirmes gesehen. Frag mich nicht, von wem das ist. Pole Position hatte ich dies Jahr auch schon gesehen, aber frag mich nicht, auf welchem Platz. Und ja, ach ja, Biontech hat drüben noch seinen Starflyer stehen, der ja auch schon in Duisburg-Beek gestanden hat. Ja, aber wie gesagt, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber, gucken mal, was der Drea Vespermann so kann, und ja, ich melde mich dann gleich von drüben. Das ist immer das Geile bei Drea
Via Westfahrbahn. Kauft man 4 Tickets, kriegt man immer Sonderkarten. Also wer Kirmeschips sammelt, auch mal hier von dem Bremer Freimarkt zum Beispiel, ne? Kauf 4, kriegst du Sonderkarten oder Ehrenkarten, habe ich auch schon mal gehabt. So, und das erste Mal Nummer 2 von Drea Westermann. Ja, ich würde mal sagen, Erwartungshaltungsmanagement ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff. Letzten Endes, die Gondelkreuze beschleunigen ungefähr so stark wie beim Bonner. Die Gondeln sind vom Fahrradlauf her genauso brachial wie beim Number One. Also da Respekt. Aber der Motor will wohl nicht ganz so. Also, naja, mein Lieblingsbreaker wird es nicht. Dafür ist er mir halt einfach zu langsam. Aber man darf ja nicht vergessen, es ist der Prototyp, ne? Und Prototypen fahren ja meistens entweder übertrieben schnell oder man geht auf Nummer sicher. Und ich denke mal, hätte der einen kleineren Radius, was ja der kleine von Drea hat, dann wäre die Fahrt auch deutlich brachialer. Aber so, na, der Vorteil ist, so kann man natürlich öfters Breaker fahren, weil Bonner zerfetzt ja das ganze Kreuz hinten. Noack habe ich auch noch so ungefähr im Kopf, dass das schon fast unangenehm war und Schramm, ui. Aber nun gut. Ich meine, letzten Endes, so kommt man trotzdem relativ gut an Sonderchips. Für Sammler super. Und ja. Ja, wenn sich so die Drehmaus da vorne fährt, ist, dann ist alles gut. Ja, dann würde ich sagen, mache ich auch direkt dieselbige, denn ich möchte mir Biest ein bisschen aufsparen, weil er quasi keinen Mehrfachdeal hat. Drea hat ja jetzt beispielsweise eine Fahrt, war glaube ich 4,50. Ich achte schon kaum mehr auf die Einfahrten. Und 4 Runden 14 Euro. Und das bietet Biest halt nicht an. Dementsprechend wird es heute wahrscheinlich nur eine Tages- und eine Nachtfahrt geben. Drea wird es vermutlich öfter geben. Außer ich möchte die Chips für die Sammlung haben, dann nicht. Ja, aber gut, ich hatte gerade einen halb durchgebrochenen Chip, den kannst du natürlich nicht für die Sammlung nehmen. Dann verfährst du den halt, ne? So, aber genug geschwafelt. Jetzt geht's zur Zamperla Drehmaus hinter mir und mal gucken, ob die sich genauso scheiße fährt wie die von Arendt. Oder so halbwegs annehmbar wie die in Duisburg-B. Na, mal gucken. Und für alle Kirmes-Enthusiasten, das wird heute nochmal eine besondere Fahrt, denn heute kann man die Bahn nochmal ohne Umthematisierung fahren. Ich meine, ihr seht vielleicht da vorne die eine Holzfassgondel, denn die Bahn kriegt nächstes Jahr eine Wild-West-Thematisierung. Also dementsprechend, jetzt können wir sogar nochmal die alte Thematisierung fahren. Ist doch schön.
Ja. Oh, wusste gar nicht, dass hier so viele Hamburger Domfahrgeschäfte sind. Ja, die fährt sich doch zahm, würde ich mal sagen. Sehr, sehr viel gebremst. Also die Frau aus Duisburg-Beek fragt mich nicht, welcher Schausteller. Die ist ja durchgezimmert wie nichts Gutes und nichts Schlechtes. Aber da die oben so hart getrimmt wird, kriegst du natürlich nicht so einen Spin hin. Aber dafür fährt sie sich sanft. Und ich muss sagen, der Fahrkomfort war dort echt gut. Schöne Drehmaus. Und was halt auch noch schön ist, fragt mich nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass unten dieser kleine Airtime-Hügel ein bisschen anders gebogen ist, als hier bei den anderen Samperlermäusen. Sollte das der Fall sein, dann willst du erklären, warum du dort schon fast Flowjector Airtime hast. Also wirklich, ja, okaye Bahn, würde ich mal sagen. Vor der Samperler Drehmaus brauchst du auf jeden Fall nicht so eine Angst haben wie vor der vor Arendt. Alter, ey. Das Ding war ja schon nicht mehr feierlich. Also das, was da drüben an rückenschonend geboten wird, wird da doppelt und dreifach kaputt gemacht. sagen wir es mal so, interessantes Gefühl. Wer Hangtime liebt, wie ich, kommt da definitiv auf seine Kosten. Aber, naja, ich sag mal, nettes Geschäft. Ganz ehrlich, einfach nettes Geschäft. Ist jetzt nicht unbedingt, also ich persönlich würde jetzt beispielsweise den Rocket von Hartmann deutlich bevorzugen. Einfach nur vom Fahrkomfort her, mir brennt danach nicht so der Rücken wie jetzt. Aber ich bin froh, ihn mal gefahren zu sein, aber ich muss sagen, naja. Und es ist mal ein Fahrgeschäft, wo ich froh bin, dass es Schulterbügel gibt. Also normalerweise auf Achterbahnen, da meckere ich ja immer über Schulterbügel, wie beispielsweise, nee, warte mal, vergiss es, bei der Bahn habe ich eigentlich nicht gemeckert über Schulterbügel. aber bei dem Ding bin ich doch ganz froh, dass es die gibt. So, dann gucke ich mal, eventuell geht es jetzt rüber zu Piontech. Ich weiß noch nicht, ob ich heute überhaupt Starflyer fahren will, ehrlich gesagt. Naja, von wie gesagt, ey, 40 Meter ist es halt ein Minitürmchen. Ja. Aber gut, wir gucken mal. Ich hab übrigens vorhin gelogen, eine Runde Dreher kostet 4 Euro. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, der Disco Dance ist schon einer der schöneren Scheibenwischer, ne? Irgendwie gefällt mir vorne die Front. Vorne schön mit den Lichtkästen. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Ich meine, die Bügel sind genau derselbe Rotz wie bei den meisten anderen, aber ja, nicht schlecht.
zuerst geht auf die Arbeit, jetzt aber mit Schwuligisten. Sagte ich, dass der Flyover von Piontech jetzt dran wäre? Nein, ein Funhouse war jetzt dran. Ja, sehr schönes Funhouse. Das Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich reiche es genau hier nach. Ja, sehr oldschool gehalten, aber nicht schlecht und vor allem echt eine lange Laufzeit. Ich meine, klar, ich hätte jetzt ein paar kleine Kinder vor mir, die wollte ich nicht auf dem Video haben, deswegen bin ich extra langsam gelaufen. Und wie gesagt, deswegen filme ich ja auch nie Kinderfahrgeschäfte, safety first. Außer es geht auf Masse, aber das ist ja was anderes. Aber wie gesagt, sehr schön oldschool gehalten, viele verschiedene Elemente, also wie gesagt, ich fand jetzt auch das Glaslabyrinth da drin gar nicht mal so klein. Ja, hat mir definitiv gefallen. Ne? Oben habe ich gesehen, hat ja Vorrichtungen für einen kleinen Pool mit Wasserspielen auf der zweiten Etage. Oder nee, auf der ersten Etage. Ja, auf der ersten Etage. Aber trotzdem. Ja, wenn die jetzt noch angewiesen wären, hätte es definitiv geil ausgesehen. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Alter, der ist aber auch laut, ey. Elemente, vor allem auch eine Luftrutsche, eine Flugzeugrettungsrutsche. Die sieht man heutzutage auch nicht mehr so oft, finde ich. Ja. Ist auf jeden Fall schön. Und Duisburg-Beek lässt wieder grüßen. Ja, aber wie gesagt, schönes Ding. Und jetzt gucke ich mal, ob und wenn ja, was ich heute noch so alles mache. So, und an die Kirmes-Fans, die sagen, man kann nur in Düsseldorf Geld ausgeben. Nee. ja, mal wieder Merch shoppen gewesen. Dementsprechend mal eben kurz auf dem Weg zum Auto. Ja. Schon wieder mehr geholt, als ich eigentlich wollte, aber. Oh, ganz ehrlich. Bei schönen Tassen kann ich nicht Nein sagen. Außerdem bin ich noch an einem anderen Projekt für einen anderen Kanal dran, für meinen alten Hauptkanal. Aber das werdet ihr noch früh genug sehen. Also, ja. In dem Sinne, danke einmal an die Familie Dreher Vespermann. Ich bring mal kurz Merch weg. So, und Sachen weggebracht. Und ja, ich merke gerade, ich hätte vielleicht vorhin nicht so oft meine Kamera ins Wasser halten sollen. Ich glaube, das hat Petrus als Aufforderung gesehen. Ich meine, die Kamera ist immer noch leicht nass, aber. Ey, es ist eine GoPro, ganz ehrlich. Muss ja abkönnen. Ja, aber freut mich, jetzt habe ich ein Stück Breakdancer für die Arbeit. Ist auch mal ganz schön. So, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht auch noch mal ein, zwei Sachen weggefahren bekomme vom Regen. Und ja, ansonsten kann ich ja schon mal anteasen, sind wir am 4. August im Fort Fun Abenteuerland. Da ist es wieder Mexican Summer, 1,5 Stunden Feuershow der Extraklasse. Und danach ist ja schon wieder Krange, ne? Und Krange ist natürlich mal wieder gesetzt, so wie immer. So, ergo jetzt mal wieder bei Dreher ein paar Offrides drehen und ja. Dann was das danach, glaube ich, schon fast. Ja, okay, und bei Plesser natürlich noch ein Brezel mitnehmen, aber das ist ja auch gesetzt. Schmecken übrigens auch nass.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ich meinte natürlich vorhin das Crazy Vegas. Und ich finde es gerade sehr akkurat von der Fassade. Denn in Las Vegas steht ja auch der Big Apple Coaster. Alias Manhattan Express. Und oben hat man wirklich die Schiene von der Bahn. Ich meine, es könnte auch eine Vico-Maschine sein, aber sieht für mich sehr nach Togo aus. Und wie gesagt, immer noch sehr, sehr schönes Funhaus. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Mal so, man merkt, das Geschäft hat sich langsam warm gefahren, ist definitiv kraftvoller als heute Mittag, aber ich werde kein Fan von dem Teil. Also, so schön es von außen aussieht, aber ich denke mal, es liegt an meiner Körpergröße, Alter, die Stütze, die Kopfstütze, Alter, ey. Vor allem wenn persönlich, ich liebe ja Hangtime. Aber wenn du wirklich 10, 11 Sekunden auf dem Kopf bist und dann die ganze Zeit hier eine Kopfstütze in den Rücken piekst. Aua. Aber trotzdem, immer noch muss ich trotzdem sagen, gut gepflegtes Geschäft. Sehr schön. Aber ja. Da bin ich ehrlich gesagt bei einem anderen schön gepflegten Fahrgeschäft ein bisschen besser aufgehoben. Wir starten. Alle gut festhalten, bitte. Alles klar, Freunde, genug geschlafen, ab nach oben. Wir legen
So, und mal wieder einen Oldschool-Schunkler gefahren von Janssen, von dem Hersteller Hüppler, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Alter, also man merkt auf jeden Fall, dass es ein älterer Schunkler ist. Meine Güte, ey, der geht ordentlich Mummi. Also wenn ich den jetzt, ich habe jetzt noch nicht so die Expertise da drin. Alter, was geht bei Beast ab? Ich bin bisher Kesseltanz gefahren und den Double Jump von Petters. Ich muss sagen, der Mama Karama hat mir deutlich mehr gefallen. Ich meine, die Rekommandeurin, naja. Also, generell die Reko ist so naja gewesen. Aber von der Hardware her, das Gerät, wunderschön. So. Und jetzt hoffe ich mal, dass mal wieder eine Showfahrt hinter uns stattfindet, aber ich glaube mal nicht. Es fängt jetzt auch langsam an zu nieseln. Deswegen gucke ich mal, ob ich mir gleich noch was zu essen hole und dann mal langsam die Heimreise antrete. Aber naja, wie gesagt, solange es sich bläst hat wie auf der Stärkrade letztes Jahr, kann ich ja noch ein bisschen filmen, ne? Na dann, keine Ahnung, wo ich mir als nächstes melde. Mal schauen. Spontan noch beim Flyover von Biontech mitgenommen. Stand ich ja in Duisburg-Beek vor. Ja, sagen wir mal so, ich bin überraschend budgeteffizient durch den Tag gekommen, deswegen dachte ich, komm, Starflyer kannst du mal mitnehmen. Ne? Ja, aber wie gesagt, süßer Starflyer, 40 Meter, sieht man auf unserem Volksfest ja auch nicht so oft. Sonst ja immer nur die Fantan-Türme mit 80 Meter und ja, süßes Ding.
Aber sagen wir es mal so, 40 Meter ist halt nix, ne? Wenn du mal überlegst, dann ist da noch mal 6 Meter Kette bei, dann ist schon mal 34 Meter. Dann kommt noch die Sohle dazu. Ne? Also, was dann Aussicht anbelangt, da freue ich mich dort noch schon eher wieder auf Krange. Wenn du wieder oben im Hangover sitzt und eine schöne Aussicht hast oder ganz ehrlich, Stärkrade war ja auch eine schöne Aussicht. Ne? Also sowohl dieses Jahr mit dem Hangover, der da war, als auch das Jahr davor mit dem Jules Verne-Turm von Götzke. Ja. Ansonsten denke ich mal, wird jetzt noch mal eine Runde gefressen. Wie gesagt, absoluter Geheimtipp. Holt euch beim Brezelkorb noch mal was. Ist immer schön, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss und dann für die Pause was hat. So. So, und wie gesagt, ansonsten würde ich sagen, melde ich mich gleich nochmal zum kleinen Fazit und ja, dann fahre ich morgen in den Moviepark, den ich ja jetzt heute vor dem Vlog geschnitten habe. Geile Idee. So, und ich würde mal sagen, Tag ist rum. Hab jetzt nochmal bei... Es hat schon in Duisburg weg so gut geschmeckt. Da habe ich mir gedacht, komm, holst du dir noch mal bei Leons Churros eine. Na, ich war jetzt kein Fan von den von der weißen Schokolade, die sie da hatten. Aber ganz ehrlich, probiere ich jetzt noch mal das. Okay, bei Mama Caramba geht gerade ab. Preisfrage, woran erkennt man Schaustellerkinder? So, jetzt wird noch mal eine Runde gedreht, gegessen, gespiesen. Und danach geht's wie gesagt einmal Brezeln holen und dann ja, geht's für mich auch mal langsam nach Hause. Die Woche war hart und ich habe ja noch eine Stunde Fahrzeit nach Hause. Bisschen mehr sogar. Also dann sag ich mal bis gleich. Ha ha ha!
Freunde, alle festhalten, auf geht's. Da wollen wir mal loslegen. Aus der Routine, aus wir legen los, wir starten nochmal. Na, liebe Gemeinde, Briefe und Umgebung, schön, dass ihr wieder da seid. Na, legen wir los hier. Guck mal, da fängt es an zu zucken, ne? Ja, ja. Feuerchen gemacht, als ich da reingesucht habe. Alright, everybody, dann schauen wir mal. Alles wie, alles so. Ein jedes Mal. Tempo. Sobald Plesser da ist, muss man sich zum Abschluss noch mal ein Brezel holen, ganz ehrlich. Ich bin auch am überlegen, ob ich mir ihn einfach mit zum Moviepark nehme, ne? Naja, dann kennt ihr den Brezel ja schon. Wie gesagt, an sich sehr kleine Kirmes, aber besondere Kirmes, kriegt man auch mal ein bisschen Merch, ne? Ich bin jetzt echt noch mal froh, gerade eben noch mal Dreher gefahren zu sein. Also abends zieht er ja noch mal ordentlich durch, ne? Also zwar immer noch nicht so doll, wie ich es mir wünschen würde, aber trotzdem schon ordentlich. Ja, Biest, naja, habe ich mir mehr von erhofft, bin ich ehrlich. Fahrzeit ist auch eher na, relativ weit unten, kann ich bei dem Ding aber auch verstehen. Weil vielen Leuten da ja wirklich schnell übel drauf wird, also, ne? Aber gut, trotzdem sehr intensives Fahrgeschäft. Hab ich auch leichten Greyout drauf gehabt, bin ich ehrlich. Und das ist auch so mit der Grund, warum ich jetzt nicht nochmal fahre, weil ich mich gefährden möchte, nicht mehr gut zu Hause anzukommen. wie gesagt, der Starflyer. Ja, ist okay. Wie gesagt, nimm 4,50. Dementsprechend quasi halb so groß wie ein normaler Starflyer, halber Preis. Ne? Aber da wäre ich trotzdem kein Fan von. Die Amazonasbahn hat mich vorhin noch mal überrascht. Also, ich bin sie nicht gefahren, aber die haben da Nebel rausgepumpt, wie nichts Gutes und nichts Schlechtes. Hinten ist das Witzige, die einzige Show, ich habe heute so viele Offrides gedreht, die einzige Showfahrt, die ich heute mitbekommen hatte, war beim Macaramba, ne? Oder Mama Caramba. Aber apropos, das Ding hat mich auch echt überrascht. Alter, der Motor, ey, meine Fresse. Also ich kenne Breakdancer, die da nicht mithalten können. Ja, ansonsten, was stand da noch? Ja, das Funhaus, wie gesagt, nett, sehr nett.
habe ich auch von dem YouTuber, von dem TikToker Only2Go nochmal kurz gesagt bekommen, dass das wohl noch relativ neu ist. Also irgendwie 4., 5. Platz, sowas in der Größenordnung. Ja, definitiv schön. Ja, und jetzt habe ich so ziemlich jedes Fahrgeschäft abgefrühstückt, ne? Ansonsten, ja, ich würde ja gerne noch was zu dem Rätsel sagen, aber das werde ich dann ja schon gesagt haben. Inception. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, merch-technisch bin ich jetzt gut ausgerüstet. Habt ihr auch vielleicht auf Instagram gesehen. Seht ihr auch immer in der Endkarte einmal reingelinkt. Ist echt einiges Schönes am Merch dabei, vor allem, ey, ganz ehrlich. So einen fetten Magneten. Ey, holla die Waldfee. Coole Sache. Ja, ich sollte auch mal dran denken, ich habe vorne in mein Auto, ich muss mal kurz gucken, weil ich mein Kennzeichen nicht mitfilme, hey. Habe ich eine kleine Tasse reingepackt. Da sollte ich jetzt mal dran denken, die runterzunehmen, bevor ich mit dem Auto losfahre. Ja, ansonsten, wie gesagt, hat jetzt zum Schluss natürlich geregnet, aber hat ja den Spaß keinen Abbruch getan. Na. Ja, original Dreher Vespermann Merch, viele Chips, zufriedener Joel, leckere Churros, leckerer Brezel, was will man mehr? Kann ich ganz einfach sagen, vielleicht eine Teleportationskapsel, damit ich nicht noch nach Hause fahren muss, ich hab keinen Bock auf die Stunde. Ja, aber gut, dann bin ich so um 22 Uhr zu Hause und ja. Ansonsten als nächstes steht im Fort Fun Abenteuerland der Mexican Summer an. Da sind wir am 5. August und schauen uns da wieder die feurigen Spektakel von Flame Illusions, Lichterspiele. Ich weiß nicht, ob Robotermann auch da ist und wie sie auch alle heißen. Dakaris. Alle möglichen. Schauen wir uns dann mal wieder an und ja, wird bestimmt schön. Und ja, falls ihr gerade nicht wisst, was der Mexican Summer ist, schaut euch gerne nochmal das Review von Fort Fun an. Kann ich auch nochmal gerne verlinken. Ist ja, relativ schön geworden, denke ich mal. Und ja, ansonsten kirmestechnisch geht es bei uns dann auf Krange weiter. Haben wir uns auch schon direkt eine ganze Woche freigenommen. Und ja, dann gucke ich mal, wie lange habe ich jetzt gelabert. Oh, 15 Minuten und 5 Minuten und 20 Sekunden, das ist doch schon mal viel. So, Brille beschlägt, ich fahre los und verabschiede mich. Danke, dass ihr mich jetzt die zwei Tage begleitet habt und ja, haut rein. Ciao, ciao.